Es ist Nacht und damit ein ganz herzliches Willkommen zurück zu PAX.de. Nachdem wir hier zuletzt vom Server rausgeschmissen wurden, weiß ich nicht, ob das, was ich zuletzt gecraftet oder gebaut habe, noch passiert ist. Ich weiß, wir haben das Tanning Rack gemacht und ich habe mir noch gedacht, boah, braucht man viel für Rawhide, müssen wir viele Tiere umhauen im Laufe des Spiels. Aber ich weiß nicht, ob wir dann auch noch mehr gemacht haben. Ich guck mal eben bei den Crafting-Stationen, ob was da noch fehlt. Fletching fehlt auf jeden Fall. Dafür brauchen wir aber Leinen. Das heißt, wir brauchen erst das Spinning Wheel und dafür brauchen wir 10 Short Rough Woodstocks und wie heißt das andere? Wooden Packs 6 Stück. Short Rough Woodstock. 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 10 Stück, also das ganze 5-mal craften und dann einmal die Wooden Packs craften, dann sind wir damit auch schon durch. So, dann haben wir schon mal 4. Leider gibt das natürlich weiterhin hier alles keine EP, das ist sehr schade. Meint dieses Symbol eigentlich, dass wir damit neue Rezepte anlocken? Irgendwie, wenn man das abbricht, funktioniert das nicht so ganz. Ich würde das mal einmal craften wollen, in der Hoffnung, dass das jetzt nicht zu viele Anläufe braucht, weil es ist ja schon noch schwierig für 6 von 9. Success! Ja, okay, das bedeutet, wenn wir das machen... Ah! Wooden Floor. Haben wir gerade Wooden Floor bekommen? Habe ich gerade Wooden Floor freigeschaltet? Uff. Okay, es gibt also Holzstrukturen, die man machen kann. Man muss nicht auf Stein zurückgreifen. 3x3 Floor, aber warte mal. Achso, 3x3 ist aber halt das. Interessant. Aber Wooden Floor, nee, das ist keine Foundation. Das ist keine Foundation, das ist für den zweiten Stock. Never mind. Aber interessant, dann geht's so also in die Höhe. Uiuiuiui. Okay, ja, ne? Ist schon mal... Es ist viel zu tun. Dann mache ich einmal Wooden Packs. Und dann craften wir uns... Oder bauen wir uns die nächste Dingens. Dann will ich doch auch einmal versuchen, das zu craften. Einfach nur um... Oh, wow, es hat direkt funktioniert. 6 von 13 und es wird direkt krass blau. Das ist ja lucky. Okay, jetzt weiß ich also, dieses Symbol heißt, du kriegst neue Rezepte dann. Leatherworking Tools und Weaving Tools. Aha. Aha. Okay, hier gibt es irgendwie dann das Fleisch natürlich zubereiten. Guck mal, ein Bett machen wir, würden wir auch neue Sachen bekommen. Wooden Winch. Required to craft the water well. Aha. Das machen wir für hier, für Brunnen. Flowerpot kriegt man neue Sachen. Okay, das ist schon mal auch gut zu wissen. Wenn man diese Dinge craftet, schaltet man neue Rezepte frei. Okay, gut. Ja, dann habe ich aber alles im Inventar für folgende Werkbank. Spinning Wheel. Hä? War die Area nicht immer so rund? Haben sie die Area geändert? Hä? Die Area war doch so rund, weil hier jetzt so viele Leute sind. Ist das jetzt hier scheinbar... Habe ich jetzt quasi so Stadtgrenzen zugewiesen bekommen, oder was? Aha. Das heißt, ich habe basically ein bisschen mehr Gebiet bekommen, weil andere jetzt meine Nachbarn sind. Na, ich würde es ja trotzdem im Kreis an hier da heranklatschen als nächstes. Warum nicht? Ist doch egal. Ist ja erstmal nur ein Spielkennenlern-Provisorium. Genau. Flex Fiber 30. Boah, okay. Jetzt brauchen wir Fiber, du. Ei, kann ich hier Take All drücken? Ja, das meiste ging. Kann ich den craften, wenn mein Inventar aber offiziell voll ist? No more room. Nein, kann ich nicht. Dann lassen wir mal ein kleines Hölzlein hier. Und dann dürfen wir das versuchen. Wir kriegen aber 10. Okay, ich dachte schon, wir investieren hier 30 rein. Aber es ist natürlich ein 1 von 2. Ein höheres Risiko, würde ich mal so sagen. Tailoring Skill. Aber perfekt. Rough Line and String. Very hard. Uff. Okay, das heißt, es wird aber noch... Es wird ja... Es gibt ja noch andere Sachen, die dann hier den Tailoring Tree benutzen. Okay, damit haben wir aber
wiederum neue Sachen freigeschaltet. Und zwar Simple Tailoring Table. Rough Wood Beam, Wooden Pegs und Rough Wooden Planks. Haben wir davon noch irgendwas in irgendeiner Kiste? Da ist nix. Jawohl, das hatten wir jetzt gerade einmal crafted. Dann tun wir mal hier das Lederzeugs hin und so bitte. Dann braucht man nicht für irgendwas auch Reed? Ich nehme mal Reed mit. Um mich rum werden hier von anderen Leuten, nehmen hier andere Leute auch Sachen mit. Beziehungsweise sind sie jetzt sehr krass bevölkert, das alles hier, ne? Natürlich nicht mehr so idyllisch wie noch zu Beginn des Spiels. Also irgendwann tendenziell ziehe ich aus. Hier ist viel los, hier sind viele Leute. Aber wir müssen ja erstmal ein Spiel finden. Und dann, ne, erstmal hier die Basics kennenlernen und so weiter und so fort. Ja, dann steht dem jetzt nichts mehr im Wege, außer dass ich noch Rough Wood Beam 4, Rough Wooden Planks. Okay, gehen wir mal nacheinander durch. Rough Wood Beam 4 Stück. Au, 4 Stück? Da brauchen wir viel Holz. Aber passt. Wooden Beam ist dann schon Tier 1, I guess. So, perfekt. Und noch einmal. Dann einmal die Planks, bitte. Und dann brauchen wir das jetzt viermal, glaube ich. 1, 2, 3, 4. Sollte schon passen. Und zwar Simple Tailoring Table. Genau das wollen wir nämlich haben. Wollen wir ein bisschen drehen. Und dann wollen wir noch Simple Loom. Rough Wooden Planks. Da brauchen wir aber unnormal viel. Uiuiuiui. Okay, das ist noch nicht das, was wir jetzt so easy peasy mal eben hier hinklatschen. Ist hier noch irgendwas dabei, wo wir diese Fäden für brauchten? War nicht noch irgendwas? Fletching Table. Ist genau das gleiche. Okay, Basic Fletching Tools. Aber die Basic Fletching Tools, haben wir die nicht schon gecraftet? Ich hätte jetzt gedacht, die haben wir schon. Basic Fletching Tools. Haben wir die nicht gemacht? Oder brauchte man für die Basic Fletching Tools schon das Zeug? Gucken wir mal ganz schnell hier. An der allgemeinen Werkbank. Basic Fletching Tools. Ach so. Das kann natürlich sein. Basic Tailoring Tools. Nee, die waren es nicht. Leatherworking, die waren es nicht. Fletching Tools. Reed, Flints. Die haben wir nur noch nicht gecraftet. Flint. Nee, Flint habe ich gerade in diese Kiste gepackt. Aber nicht genug. Irgendwo hier muss doch noch mehr Flint sein. Wir haben noch mehr als 20 Flint. Mehr als 16 Flint, meine ich. Ja, da ist ein 20er Stack. Gut, dann machen wir kurz diese... Ne? Fletching Tools, waren das, hießen die jetzt so? Basic Fletching Tools. Craft. Ich hoffe, das geht nicht schief. Das wäre super ärgerlich. Ja, es klappt. Gut. Dann gucken wir mal, was wir nochmal dafür brauchten. Fletching. Oder sag nicht, das habe ich jetzt schon gebaut. Das wäre natürlich jetzt schon blöd. Tailoring. Nee, sieht nicht so aus. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt nicht doppelt bauen. Wird schon stimmen. Beam Packs, Planks. Okay, ist das gleiche, der gleiche Spaß nochmal. Ich glaube, das Holz reicht nicht. Das brauchen wir. Ein paar mal eins. Viermal bitte. Nummer 2. Nummer 3. So, und der macht immer das eine noch zu Ende, ne? Ja, 4. Da bitte 2. Mal craften. Nochmal. Sieht gut aus. Und dann das genau 4-mal. Das passt aber von den Rohstoffen ganz genau. Perfekt. Perfekt. Ja, wir haben jetzt hier reingestartet, ne? Da will man hier schon mal
So. Gut. Fletching Table. Okay, so. Dann lass mich doch mal gucken, was wir hier machen. Waffen machen wir hier. Wunderbar. Wir dürfen zum Beispiel einen Bogen und ein paar Pfeile craften. Aha. Aha. Brauchten wir aber auch schon Leather Bands. Und für Leather Bands brauchen wir dieses Tierhide. So. Gucken wir mal, ob wir hier was machen können, nicht? Ne, das war's noch nicht. Leather Working, genau. Was? Cool, Rough Animal Hide. Das heißt, wir brauchen... Wir müssen... Large Rough Animal Hide. Large Rough Animal Hide. Das brauchen wir sehr oft. Uff. Und es failed. Wir müssen unnormal viele Tiere jagen, wenn ich das jetzt hier alles richtig verstehe. Ja gut, hilft alles nichts. Es ist nicht so... Nicht optimal, aber... wird jetzt wohl so passieren, ne? Dann gehen wir mal los. Und das muss ja auch mit den Basic-Waffen gehen, denn wir haben ja noch nicht die Möglichkeit, einen Bogen zu craften. Sondern um einen Bogen zu craften, dafür machen wir uns jetzt auf den Weg. Das ist ja das. Aber naja, dann haben wir jetzt was zu tun. Hier ist das riesige Chaos. Diese Kisten sind aber auch wirklich klein. Ich würde das grundsätzlich sogar ändern wollen, aber das ist gerade... nicht großartig möglich. So, ich wollte ja die Blackberries mitnehmen. Die haben Stamina gegeben, wenn ich die dann essen darf. Nee, diese Erdbeeren hat er ja nicht. Er hat sie hier nicht essen wollen. Zack. Das funktioniert. Gut. Ach nee, die geben mehr Leben. Die geben nur 8 Stamina mehr. Naja, Hauptsache Buff, ne? So, hier sind zwei Leute zusammen am Start. Hier hat einer schon richtig angefangen, sich Häusle bauen. Wunderbar. Ich bin aber jetzt unterwegs. Und habe vor, ein paar Tiere zu jagen. Ich guck mal, wo denn hier der nächstgelegene Wald ist. Auf der anderen Seite des Flusses. Na dann, schwimmen wir da mal rüber. Und hoffentlich finde ich hier das ein oder andere Rehlein oder so. Da hinten hat sich auch schon jemand eine Basis gebaut. Oder ist dabei, sich eine Basis zu errichten. Aber das soll mich nicht stören, da auf Jagd zu gehen. So, wir schwimmen doch mal eben rüber. Das sollte mit der Ausdauer ja passen. Wie auch immer... Bin nicht sicher, ob hier im Wasser nicht Tiere sein können. Und hier ist dieser komische Durchzug an blauer Linie, was mir da schon aufgefallen war. So. Der gibt halt nur einmal Rough Animal Hide. Rough. Wir brauchen aber Big Large oder was. Wir müssen ja so viele Tiere umhauen noch. Uffi. Oder ich übersehe irgendwas. Aber ich vermute fast, dass wir einfach echt viele Tiere umhauen müssen. Nur um uns eine einfache Lederrüstung zu craften. Das ist ja schon heftig. Aber wir leveln bei der Gelegenheit natürlich auch den ein oder anderen Skill. Denke ich mal. Hier Speerführung. Oder so, wenn es dafür einen extra Skill gibt. Wird schon klappen. Na, ich ziehe hier durch das Grün. Da hinten sind Tiere... Genau so. So. Dreh dich nicht um. Der Plumpster geht herum. Oh, ich bin aber nur zu inkompetent zu treffen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Hey. Okay, dieses Leben sind jetzt so langsam runtergedroppt. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Weil wir haben ja Tiere auch schon doppelt gehittet, easy. Ja, ne? Und noch mehr davon, leider. Übrigens, durch das einfache Antippen von Shift, das habe ich nie so ganz verstanden, geht man in diesen ganz langsam oder in diesen etwas schnelleren Modus.
das ist gar nicht mal so schlecht, dass ich das jetzt endlich herausgefunden habe, womit das zusammenhängt. So, da waren vorhin zwei Kaninchen, als wir noch dem einen Reh daher gerannt sind, aber die sind dann mir vorbeigeflitzt und ich sehe sie nicht mehr. Aber anstatt mich da jetzt in der einen Ecke aufzuhalten, gucke ich mal. Oh oh. Oha. Okay, aber die schaffen wir. Uiuiuiuiui. Okay. Okay, okay, okay. Unerwartet. Aber die sind ja gut machbar. Die sind ja sehr gut machbar. Zwei waren gut machbar. Drei vielleicht sogar noch. Wenn es mehr sind, muss man rennen. Okay, cool. Nehme ich mit. Wir müssen weiter jagen. Ha. Wenn man kurz den Stab da loslässt. Ich glaube, Clay würde ich aber, auch wenn es natürlich alles immer Platz braucht, ist logisch, trotzdem mitnehmen. Ich weiß halt nicht, ob es Hasen wirklich sind. Weil bis man mit Hasen mal das Fell ready hat, was wir wirklich, wo wir wirklich auf der Suche nach sind, da braucht sehr viele davon. Aber all die anderen Drops, ja, zu irgendwas muss es ja gut sein, denke ich mir. Dass die so... Ich habe nur einen Discord-Post gerade gelesen, weil ich wissen wollte, ob der Server wieder da ist. Ich weiß eine Zeit lang nicht da. Ein paar Stunden nicht am PC und dachte mir, ja, guck mal wieder, vielleicht ist das Spiel wieder da, nachdem ja der Server zuletzt abgeschmiert war. Alles wieder da, schon seit einer Stunde wieder ready. Und sie haben wohl die Anzahl an Hasen drastisch reduziert, damit die Server stabiler laufen. Ja, wahrscheinlich... Ne? Wenn ein Spieler durch die Gegend rennt und immer Hasen in der Nähe gespawnt werden und da rennen dann irgendwie 10 Hasen für pro Spieler durch die Gegend und jeder Spieler triggert das, da hat der Server ganz schnell was zu rechnen. Da ist ja keine Frage, dass das vielleicht ein bisschen zur Überforderung führt. So, wo sind wir denn? Da ist meine Dings. Dann rennen wir hier einfach weiter durch den Wald. Ja, wir werden schon noch auf Tiere treffen. Einfach weiter durch den Wald. Da höre ich zum Beispiel ein Tier. Lauf da mal ganz entspannt hinterher. Manchmal drehen die wieder um. Oh, und ich ziehe mich da aber doof hoch und kann nicht so richtig hinterher. Jetzt zum Beispiel, wenn ich mich da richtig hochgezogen hätte, wäre meine Chance gewesen. Jawohl. Gut, wie viel... Es geht aber dann auch recht fix, ne? Wie viel fällt... Oh, warte mal. Oh, Large. Wir brauchen Large. Uff. Okay. Git. Also ich weiß echt nicht, wie man Tier essen kann. Ich verstehe es nicht. Verstehe ich nicht. Ist doch einfach nur widerlich. Ist einfach nur Leiche. Egal, das ist jetzt nicht Thema in diesem Spiel. Ich bin leider auf der Suche nach Leder, weil das hier das Mittel der Wahl zur Selbstverteidigung und zum eigenen Schutz ist. Und wir suchen Wildschweine zum Beispiel. Würde ich mich wieder sehen? Würde ich angreifen? Oder eher angegriffen werden und mich dann dementsprechend verteidigen? Aber ich jage ja gerade auch alles andere. Hauptsache Tier. Und die haben halt auch große Felle. Also bei denen lohnt es sich halt wirklich. Ich brauche 8 Stück davon. 8 Stück für ein bisschen Progress. Irgendwas haben wir gerade neu freigeschaltet. Dann habe ich irgendeinen Drop bekommen, den ich noch nicht hatte. Oh. Kurz am Rücken gekratzt. Da kommt mir das wieder entgegengerannt. Was haben wir denn gerade bekommen, was neu ist? Large Animal Hide. Oh, mit besserer Qualität einfach. Gibt es dafür gerade eigentlich irgendwie auch Skills? Carpentry sind wir fast auf 7, by the way. Mining auf 2. Fletching auf 1. Leatherworking, Tailoring. Aber hier... Ach, Combat Skills muss das sein. Hand Spears 3. Okay. Haben gerade ein Level Up bekommen. Frage ist, ob zu Leatherworking auch das Ausnehmen von den Tieren gehört. Ich befürchte leider nicht. Genau, so ein bisschen die Orientierung. Das sind irgendwie nicht so... Looks too good to be edible. Ja, ja. Nehmen wir jetzt mal nicht irgendwelche random Pilze mit. Clay macht schon das Inventar voll genug. Dann droppt so ein Tier gleich 6-7 verschiedene Sachen oder so. Vor allem mit dem besseren Fell jetzt. Besseren Leder. Natürlich auch nicht verkehrt. Ich freue mich da jetzt über das bessere Fell, aber es ist... Maybe einfach nur einen Platz im Inventar, der halt gerade nicht weiterbringt und irgendwie für Slate mal gut reinskaliert, sozusagen. Oh,
Wann wäre das mit dem Steingeräusch? Das war sehr laut. Weil ich habe jetzt kein Tier gesehen, das das hätte verursachen können. Also müssen wir das wohl gewesen sein. Und die 113 Rezepte, die zuletzt noch neu angezeigt wurden, haben wir jetzt auch nicht mehr als neu angezeigt. So, da war nochmal ein Rabbit. Hammer. Natürlich. Okay, also ich habe schon so ein bisschen... Weiterhin hoffe ich auf Rehe und so, ne? Also ich würde mir hier auch jederzeit woanders eine Base noch machen. Wenn wir so ein bisschen im Spiel sind. Wenn wir uns da vielleicht so unser Basic Equipment geholt haben. Ja, sich woanders nochmal von vorne aufzubauen. Allein die ganzen Werkbänke und so. Wir haben jetzt, wie viel haben wir im letzten Video gespielt? Etwas mehr als eine Stunde. Wahrscheinlich sind wir also in anderthalb bis zwei Stunden. Könnte man sich da wieder eine Basis zusammenzimmern. So. Wenn man auch hier nochmal ein paar Rohstoffe schon farmt und so. So, wo lande ich denn da? Da gehen wir eher wieder zurück, ne? Nee, da wollen wir gar nicht hin. Wollen uns hier eher... Oh, das sieht nach einem Bär aus. Ha! Ist das mein erster Tod? Ein Bär würde ich jetzt so von der Idee her nicht angreifen. Ist das überhaupt ein Bär? Bist du ein Bär? Du bist doch ein Bär. Und was leuchtet hier so? Ah. Hm. Ach ja. Ich weiß, warum da eine Leiche liegt. Hätte man sich denken können. Ach, wie unglücklich. Wo bin ich jetzt? Och nö. Okay, in die Richtung. Ja, das war jetzt nicht unerwartet in dem Moment, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe mir dann schon gedacht, Bär, daneben liegt irgendwas. Und dann habe ich gelesen, hier liegen die Überreste vorne. Und dann habe ich mir gedacht, meine gleich auch. Und dann hat er mich getwo-hittet. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Also ich sag mal so, wir brauchen nochmal zumindest zwei Holz vom Boden, damit ich mir nochmal einen Speer machen kann. Und dann weiß ich nicht, wie lange man zum Looten von sich selbst braucht und ob man überhaupt seine Sachen wiederbekommt, was ich gerade natürlich sehr hoffe. Bisschen weiter hier halten. When you are close enough to your corpse, or the corpse of a party member, you can summon it to your location. Also vielleicht müssen wir uns gar nicht mehr in die Nähe des Bären so krass begeben. Aber ich weiß natürlich nicht, von welcher Reichweite hier das Spiel spricht. Und ich finde hier auch beim besten Willen kein Holz, was ich sammeln kann. Was soll denn das? Hier liegt ganz viel Holz so optisch auf dem Boden, aber es ist alles nicht aufhebbar. Weil sind wir das hier einfach den Weg entlang? Ja, okay, ja. Okay, Bär gleich. Viel zu krass. Ja, das dürfen wir mitnehmen. Tree Branch, wir brauchen noch... Ach, perfekt, das reicht schon. Dann crafte ich mir nochmal einen Pointy Stick. Wenn es klappt. Carpentry. Ach, das ist Carpentry. Natürlich klappt das. Warum? Okay, irgendwie war das alles noch offen und ich war nur irritiert. Doch, wir müssen wahrscheinlich bei der Straße folgen. Das müsste reichen. Meine Stimme ist irgendwie heute nicht ganz dabei, aber das reicht ja. Okay. Weiß ich, kann ich überleben, schaffe ich. Suit. Suit? Ist das irgendwie ein Überraschungsgeschenk oder was? Weiß nicht, was wir da aufgehoben haben. Ich weiß nur, dass ich nicht mal nochmal diesem Bär zu nahe kommen will. Das auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, dass ich mein Loot halt wieder kriege. Weil, da sind wir schon... Das wäre jetzt schon ärgerlich, wenn altes Tiere... Wenn am Ende die Natur wieder sich rächt, ne? Bevor ich da jetzt hinrenne, ich bin eigentlich nicht mehr so weit entfernt. Ich muss jetzt erstmal aufpassen, dass ich hier nicht in den Bären reinrenne. Ein schwarzer Bär, ja, perfekt. Ich
Ich habe jetzt diesen Charge Attack weniger erwartet. Hm. Der haut mich halt gleich wieder um, wenn er mich nochmal erwischt, ne? Das hilft nichts. Da ja. Ich will mein Zeug wieder haben. Wäre ich wenigstens ein paar Schritte noch weggerannt. Ah, Mann, ey. Kann man crouchen irgendwie? Nee, ne? Oh, ist das doof. Ja, ich werde es nochmal versuchen. Das Ding ist, jetzt nochmal versuchen bringt nichts. Denn wenn der mir jetzt nochmal entgegenrennt, haut er mich ja sofort um. Gut, solange mein Zeug da liegt. Ich weiß nicht, wie lange liegt denn das da? Und was ist das hier vor allen Dingen? Ah, Price Fat of Beef or Mutton. Okay, das ist tierisches Fett anscheinend irgendwie. Ja, hier waren doch nochmal Hirsche, Rehe vielmehr. Dann laufe ich nochmal den hinterher so lange. Hoffe, dass sie nicht in Richtung Bär fliehen wollen. Haha. Der ist auch sehr schnell halt wieder zurück. Wenn der resettet, ist der halt vor mir wieder da. Ich kann auch nicht irgendwie versuchen. Large Prime Animal Hide. Okay. Klingt verlockend. So. Dann schauen wir mal, ob wir das noch erwischen. Noch nicht Richtung Bär, du Frechdachs. Da darf ich nicht hin. Ich habe noch keine 100 Leben wieder voll. Wobei, der macht so einen 60er-Hit ungefähr, ne? Hey, ich habe nicht mal mehr meine Stoffkleidung an, fällt mir gerade auf. Ich hatte also mit irgendeiner Basic-Kleidung startet man scheinbar. Ich will jetzt auch nicht irgendwelche Pilze essen. So Beeren würde ich ja nehmen, wenn sie vor allen Dingen Blueberry heißen. Das ist verlockend. Das ist auch was Gesundes ist für mich. Da hinten, das sieht mir nach. Okay. Nur kurz versucht auf den Sound zu hören, was mich da eventuell angreift. Okay, nur ein Fuchs. Dachte kurz, kleiner Wolf. Ah, nur ein Fuchs. Raspberry, okay. Klingt nahrhaft. Hätte ich gerne auf der 2. Würde ich mir gerne rein verspeisen. Gibt ein bisschen Max Life, und zwar 16 Max Life dazu. So schnell regeneriere ich nur mein Leben jetzt aber leider trotzdem nicht. So. Ich probiere es nochmal, da hinzukommen. Und irgendwie mich zu looten, bevor der mich nochmal umhaut. Ich kann halt nur einen Hit tanken. Eventuell mit 116 Leben 2. Wobei ich halt nicht weiß, ob ich schnell genug bin, da irgendwelche Loot-Tasten zu drücken. Das ist so das, ne? Mal gucken. Map. Ja, hier bei der Straße kommt schon eine kleine Erhöhung. Da sollte der dann zu finden sein, der Bär. Und daneben, ja, da ist mein Loot. Oh, ist das ärgerlich. Dass der auch nicht mal da wegroamt, ne? Okay, ich kann schon mal einfach weglaufen. At least. Aber Ich will mein Zeug wieder haben. Oh Mann, aber das ist halt wirklich so exakt auf meiner Leiche, ne? Niemals lässt er mich da dran. Dreht sich auch schon wieder um. Dass der auch nicht mal ruhig ist. Und dann noch dieses verpixelte Gesicht leider. Das ist ein bisschen ärgerlich auch. Hä?
Und mein Zeug? Ist einfach weg, oder was? Hä? Ist einfach weg, oder was? Jetzt renne ich da nochmal vorbei. Steht halt, dass der hier liegt. Und ich. Und mein Zeug ist gone, oder was? Jetzt hören Sie doch mal auf hier mit der Agro. Der kann safe schwimmen, oder? So, aber jetzt habe ich ihn hinter mir. Im Sinne von... Ich komme vor ihm wieder hier an. Ha. Oh ja, das ist gut. Aber man verliert. Nee. Oh. Ich habe mein Zeug wieder, oder? Habe ich alles wieder? Ich gehe jetzt mal davon aus. Oh, yes. Ich habe ihn weggelockt. Ah, perfekt. Okay, perfekt. Sehr gut. Kann natürlich sein, dass man durchs Draufgehen irgendwie Prozente seines Inventars verliert. Aber Hauptsache, ich habe mein Zeug im Groben und Ganzen wieder, ne? Ha, perfekt. Perfekt. Ihr könnt jetzt erwarten, dass ich was draus lerne und die Natur in Ruhe lasse, aber so sind Menschen leider nicht. So funktioniert das hier nicht. Okay. Nein, einmal noch. Aber der Bär ist jetzt auch ganz woanders. Der kommt wieder. Jetzt kommt er wieder. Aber ich habe mein Zeug ja schon. Mir kann das egal sein. Herzlich willkommen. Kommen Sie zurück zu Ihrer Dings. Das regeneriert auch ziemlich fast. Okay, solange ich den Bär im Blick habe, kann ich jetzt hier mal schauen. Also. Rough Animal Height geht auch nur bis 5er Stack. Small. Large. Sehr gut. Okay. Sieht alles erstmal ganz okay aus von der Menge und von den... Na, guck mal hier, Large, Large Prime. Aha. Sehr gut. Ja, einfach nicht aufgeben, einfach nochmal versuchen. Hat ja geklappt. Merke ich mir, Bären, böse, 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 böse. Wenn ich eine Lederrüstung habe und eine bessere Waffe, komme ich hier aber sowas von wieder hin. Das ist der Bär. Hier müsste doch jetzt eigentlich noch wieder irgendwo das eine Reh sein. Da. Das hätte ich nämlich gern noch. Und dann noch eins. Und dann könnte es schon reichen. Weil wir machen aus zweien wieder. Ja, könnte dann reichen. Okay. Dann laufe ich jetzt zurück, I guess. So weit sind wir ja gar nicht gekommen. Hier über die Brücke. Und dann da über den Fluss. Perfekt. Oh, hier fällt jemand Bäume. Ah, moin. Akishania. Guten Tag. PvP hat das Game nicht, oder? Also, selbst wenn es das hat, hoffentlich nicht. Einfach so random, dass man durch die Gegend läuft und PvP triggert. Ah, wenn hier aber noch ein Tier ist, eigentlich muss ich in die andere Richtung, aber... die nehmen wir noch mit. Dann sollte es nämlich auch ziemlich safe klappen mit dem Herstellen. Dann müssen wir gar nicht uns hochtraden quasi mit den Large. Ah, oh, okay. Haha. Wenn wir natürlich das in Anführungsstrichen höherwertigere bekommen, das brauchen wir halt nun mal nicht. Die Frage ist, können wir es downgraden mit irgendwelchen Skills? Wollen wir das, ist nochmal die nächste Frage. Aber mal gucken. Da, 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 da.
So, und danach fängt es schon wieder an zu regenerieren, sobald die Leben sich da wieder treffen. Naja, ich glaube schon. Zack. Large Animal Hide. Boah, aber jetzt ist aber auch wirklich hier Gönnung angesagt. Ein Wildschwein. Noch ein Wildschwein. Gibt auch nur Rough Hide. Gibt tatsächlich gar nicht das Krasse. Inventory full. Was ist das? Was droppt denn das noch? Dass ich das nicht mitnehmen darf. Was droppe ich denn dann? Habe ich zwei Speere? Ich habe ja zwei Speere. Droppen. Furry Collar Stone. Furry Collar Stone. Okay. Wir hatten auch einen Stein mal aufgehoben. Den kann ich droppen. So, Sammelwerkzeuge und so würde ich schon mal lassen. Das sieht alles aus, als würde ich das eher behalten wollen. Eventuell noch die 7 Clay. Davon könnte ich mich noch trennen. Ja, ja. Gut, hier haben sich Leute eine Ecke ausgesucht. Das ist auch echt nice. Ich glaube, das... Einfach nur, weil man nicht so in der Menge ist, würde ich hier auch mich auch eher sehen. Finde ich smart von den Leuten. Hätte gerne selbst die... Mir am Anfang die 10 Minuten oder so genommen und wäre ein bisschen durch die Gegend gestriffen und hätte mir einen Ort gesucht, in der Nähe von den Bären zum Beispiel. Wäre schon eine gute Idee gewesen. Da hätte ich bestimmt richtig Bock gehabt, das Spiel weiterzuspielen, wenn ich da instant einen auf die Nase bekommen hätte. Hm. Why clear of an explanation of origin this magical charged earthly matter carries no sense of evil, nor does it mean... Ba-ba-ba-ba. Keine Ahnung, das ist irgendwas Magisches. Oder nicht Magisches. Oder es wäre gern magisch. Hm. Ich werde auf jeden Fall jetzt auf magische Art und Weise dieses Wasser und zwar schwimmen. Ne? Vor allen Dingen ist immer Removed Spell. Das Zustechen wird hier als Zauber gehandelt. Natürlich. Na klar. So habe ich das auch immer gelernt. In der Schule. Für Zauber. In der ich nie war. Hm. Die gibt's gar nicht. Mit ein bisschen Glück kann ich hier einfach rüberschwimmen. Dann wäre das wirklich ein kurzer Weg nach Hause. Ich denke schon, volle Ausdauer, ab dafür. Wird schon schief gehen. Wir haben ja auch noch 116 Leben. Es geht dann ja auch erstmal nur auf das Leben und nicht direkt auf. Man geht ja nicht sofort unter. Das wäre auch unglücklich, weil dann kann ich mir vorstellen, dann ist man seine Sachen wirklich relativ schnell los. Aber wir überleben das hier. Ich habe nur leider keinen Speer mehr in der Hand. Oh, wir sind wieder da. Moin. Cool, das hat sich doch insgesamt, hoffe ich, gelohnt. Okay, ja klar, klar, wenn wir noch mehr davon haben, dann wird es noch besser. Nee, das ist ja der Plan. Dann schnappe ich mir mal alles an Fellen, was ich noch in Kisten herumliegen habe. Und zwar zweimal das hier, einmal das hier. Kann man das stacken irgendwie noch? Nö. Haben wir noch andere Felle? Für alle Fälle. Hm. Ich glaube, sonst haben wir nichts. Aber ich gehe nochmal die Kisten durch. Ich habe halt auch nicht sortiert, deswegen muss ich leider einmal alles... Doch, hier ist noch eins davon. Das nehmen wir noch mit in unser Inventar. Einfach nur, weil ich jetzt die Fälle upgraden möchte, quasi. Was jetzt hier? Nee, da kommen wir dann danach hin. Hier, so. Erstmal hätte ich gerne Raff. Craft All. Das funktioniert. Das funktioniert hoffentlich gleich nochmal. No more room. Oh, ist das gemein. Das ist mal irgendwie Zeug. Können wir hier... Ne? Aha. Können wir doch noch hier das Fleisch zubereiten. Irgendwie. So, ich glaube, das brauchen wir jetzt dafür gerade nicht. Sinew. Thin and strong material for crafting. Especially bowstrings. Aha. Aha. Okay, dann hätte ich gerne das Fleisch. War das in der Kiste? Jawohl. Das stackt damit. Das stackt nicht. Was bist du? Benny Bun. Achso, Mushroom. Okay, gut. Probieren wir es. Probieren wir es weiter. Und zwar Rough Animal Hide möchte ich machen. Das ist noch nicht so wichtig, dass... aber es gibt EP und ich hatte jetzt gehofft, dass wir schon... Genug leveln vielleicht? Nee. Ja, das ist jetzt das Entscheidende. Das muss jetzt klappen. Das muss jetzt klappen. So oft wie irgendwie möglich. Es hat nämlich vorhin nicht geklappt, irgendwas. Einmal. Sehr schön.
Weil hierfür brauchen wir Rawhide und Rawhide kriegen wir wieder nur an dem anderen Ding innerhalb von 20 Minuten. Das heißt, wir haben hier gleich wieder 20 Minuten Zeit, um andere Dinge zu tun. Auch nicht schlecht. Na gut. Ich habe eine neue Nacht vor 6 Minuten. So. Okay. Dann haben wir das und sind auch aufgestiegen in Leatherworking. Hey! Auf Stufe 2, was ja wirklich gut ist, was schon mal nett ist. Jetzt ist nur wichtig, wir brauchen nicht Generic Leather, wir brauchen Rawhide. Ne? Ich gehe das nochmal durch. Für alles, für diese Leatherbands, wir brauchen Rawhide. Einmal. Das kann immerhin nicht schief gehen, aber das ist eine, ich es gerne nenne, künstliche Zeitverschiebung. Das dauert einfach. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, unser Kochen minimal zu skillen. Indem wir einfach sagen, mach mal. Wir brauchen nur das Fleisch. Das Feuer macht den Rest. Das scheint zu dauern oder ist einfach nur random. Hey, meine Zeit, was zu trinken einschütten. Gar kein Problem. Ich hatte auch ein bisschen Sorge, dass wir Lags haben oder ich einen Hyping habe. Also deshalb Lags, weil ich gerade schon das erste Video hochlade nebenbei. Aber glücklicherweise keine Probleme. Das Rendern habe ich zum Glück zwischendurch gemacht. Jetzt hat er nur irgendwie tatsächlich aufgehört zu craften, obwohl ich doch gesagt habe, craft all. Und soll ich mal bitte stoppen? Ich kann es aber nicht neu starten. Dann machen wir mal einen Schritt zurück. Crafting aborted. Ja, nochmal. Hat sich aufgehangen, macht nichts. Na, wir gucken gleich auf 2. Das ist doch was. Also ich weiß nicht, wie viel das Spiel beim Release kosten soll, aber wenn das, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das zocke, dass ich das mit Freunden zocke. Also, das wäre schon cool. So, als Survival Game. Ich glaube, das kann richtig Spaß machen. So, einmal 100 EP gained. Sehr schön. Wenn wir alles gemacht haben, bin ich mir auch sicher, dass wir... Oh, das hätte fast nicht geklappt. Hä? Ach so, wir können davon noch einiges mehr machen. Haha, lul. Ich habe irgendwie nur geguckt, 1 von 2 gesehen. Ich dachte, wir können es noch zweimal. So, jetzt ist das nämlich schon auf. Jetzt kriegen wir schon keine EP mehr dafür, dass wir das machen. Deswegen würde ich hier auch aufhören. Vielleicht brauchen wir das für andere Dinge. Was haben wir denn davon? Was haben wir denn davon hier? Grilled Meat Chunks. Here, nothing goes to waste. Max Stamina, Max Leben und Lebensregeneration wird dadurch erhöht. Max Stamina, Max Leben, Lebensregeneration. Und das ist nicht mal eine verarbeitete, das ist einfach nur die Beere aus Raw. Also ja, wir haben das Fleisch jetzt genutzt für Cooking Skill und so weiter. Aber ich werde es natürlich nie essen. Denn das ist ja unnötig, Fleisch zu essen. So, deswegen kommt das jetzt alles hier in die gleiche Kiste. Auch das rohe Fleisch. Auch die Knochenreste würde ich da jetzt erstmal reinpacken und so. Und finden wir das alles an einem Ort. Aber auch nur Knochen. Wobei, eigentlich brauchen wir nicht... Oh, das ist auch so eklig. Okay. Gut. Haben wir ein paar Tiere gejagt, nicht? Erfolgreich, würde ich sagen. Oh, habe ich hier was ge... Basic Fletching Tools. Und ich habe noch gesagt, ich habe das doch schon gecraftet. Haben wir das jetzt zweimal? Habe ich hier die Fletching Band schon gemacht? Ja, habe ich schon. Das ist natürlich ärgerlich. Wir können aber Wooden Arrow. Ja, und was war das mit Basic Bow? Ah ja, Coarse Leather Band. Okay. Flinthead Arrow. Wir können sogar theoretisch versuchen. Das ist teuer, wenn es nicht klappt. Aber es hat 3 Schaden mehr. Oha. Bisschen weniger Accuracy. Dafür deutlich gute Durchdringung. Wenn das aber nicht klappt, gehen da ganz schön Ressourcen flöten. Genau, und Impossible, das geht, das dürfen wir tatsächlich gar nicht. Interessant, interessant. Ja, Flinthead Arrow ist schon mal gut zu wissen, dass man Flint dafür benutzt. Okay, dann gucke ich doch mal ganz schnell. Hier hat sich das auch alles ein bisschen verschoben. Ich möchte die Waffe gerne auf der 2 haben. Ich hätte gerne meinen Hammer wieder hier unten, also meinen Abbau, meine Axt. Okay, was gibt es denn noch an Crafting-Stationen? Haben wir jetzt alle. Fletching haben wir nämlich gemacht. Tanning haben wir. Leather haben wir. Simple Loom. Das fehlt noch.
Fibers run to and fro as patterns are revealed. Okay, also keine Ahnung. Ah, coarse leather string. Coarse leather string. Coarse leather band. String. Rawhide. Können einfach noch mehr Tiere jagen, ne? Das ist so ein bisschen das Ergebnis des Ganzen. Wäh? Viermal Rawhide. Wer will denn das hier craften? How? Why? Und imagine, das klappt nicht und du haust da so viel Zeug rein. Irgendwas übersehe ich doch. Crazy auf jeden Fall. Hm. Vielleicht kann man Rawhide auch einfach gedroppt bekommen. Ich weiß es natürlich nicht. Ah, irgendwie habe ich mir diese Band noch nicht angeguckt. Das ist natürlich nett. Aha. Aha, okay, wir machen das Zeug hier alles aus Knochen. I see. Aha, aha. Coarse Linen Cloth. Wo kriege ich denn Ditte jetzt her? Cloth, Kleinen. Kriege ich das nicht hierher? Weaving Tools. Lol, das ist aber für Slate. Coarse Linen Cloth. Wo mache ich denn das? Das hier. Das ist Eisen. Hm. Wo mache ich das? Weil das wäre natürlich nice. Also hier grundsätzlich Kleidung, die mich schützt. Apropos Kleidung, haben wir denn jetzt was an? Equipment. Das gibt mir sogar ein bisschen Rüstung. Ich bin nicht ganz nackig. Aber... Coarse Linen Cloth. Dann fehlt mir noch eine Werkbank. Ist es dann tatsächlich hier Loom? Ja, I guess. Weil da machen wir dann, das ist ja hier ein Webstuhl. Und da machen wir dann einfache Kleidung. Boah. Hey. Brauchen wir aber einiges zu, du. Aber einiges brauchen wir dafür. Hm. Okay, also das Spiel sagt mir im Endeffekt, ja, hast du schon mal ein paar Tiere weggehauen. Mach doch noch mehr davon. Uff, okay. Das ist, wann ist das wohl so? Dann gehe ich schon wieder auf die Jagd. Anscheinend. Anscheinend ist das jetzt erstmal ein hauptsächlicher Inhalt hier vom Spiel. Lässt sich nicht ändern. Haben wir noch ein bisschen Holz im Inventar? Oder ist hier noch Holz? Dann mache ich nochmal zwei Kisten oder so. Weil Kisten sind gerade tatsächlich rar. Okay. Aber ich sehe tatsächlich, die Zeit rennt davon. Ich habe gedacht, das erste Video durfte ruhig ein bisschen länger sein. Ich wollte mich eigentlich hier auf eine halbe Stunde immer so zurechtfinden. War jetzt nicht so, macht nichts. Aber ich würde mich dann doch an der Stelle verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo ich entweder herausfinde, wie mir noch besser an Rawhide und so kommen. Und wenn das tatsächlich der Weg ist, wir halt jagen gehen werden, um uns Kleidung und Co. zu organisieren, denn da soll es natürlich gerne weitergehen. Also den Fortschritt, mehr vernünftige Kleidung anzuziehen. Und wenn es halt Stoffkleidung ist, brauchen wir ja trotzdem Leder, wie es scheint, um eben so einen Webstuhl vorher zu bauen. Das ist ja crazy. Da brauchen wir ja auch einiges für. Machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich hier sehr fürs Zuschauen und wünsche einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.